Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Folge 3 in meinem Stricktagebuch auf dem Strickeria-Kanal. Ich bin Alicia und ich begrüße euch heute bei bestem Sonnenschein in Brandenburg. Bin direkt ein bisschen geblendet, freue mich aber, dass alles, was ich euch zeigen möchte, dass ihr das gut sehen werdet. Und ja, ich fange jetzt heute einfach mal an. Ich habe eine Folge vorbereitet, die ist pickepacke voll mit Neuigkeiten zum Think Pink Karl. Dann gibt es einige Sachen, die hier zu Hause eingezogen sind, die ich euch alle zeigen möchte. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Ich möchte heute anfangen, mit euch das Thema Raglan zu besprechen. Und ich bin umgeben von schönen Sachen und werde mich heute ordentlich konzentrieren, euch das schön zu erzählen und schön zu zeigen. Und bin schon wieder ein bisschen aufgeregt. Ich versuche einfach mal der Reihe nach zu erzählen. Ich habe meine Weihnachtssocken fertig gestrickt mit der Fernerwolle und genauso auch den Schal für meinen Mann aus der Atelier Zitronen Tweed. Und da ich beide Sockenwollen noch nicht verstrickt habe, habe ich gedacht, ich warte jetzt einmal, bis sie gewaschen sind, bevor ich euch die fertigen Projekte zeige. Und in jedem Fall bin ich da mal gespannt, was die Socken zum Beispiel noch machen. Die sind ja sehr, sehr weich, ob die dann noch ein bisschen größer werden. Und genauso, ob der Schal, der jetzt eine beachtliche Länge bekommen hat, ob der sich dann noch weiter aushängt oder was der eben nach dem Waschen macht. Aber das wollte ich jetzt gerne noch abwarten. Ja, dann bin ich mit meinem Cardigan ein Stück weitergekommen. Und jetzt ist es so, ich hatte ja, also hier bin ich ja mit dem Grau weiter unterwegs gewesen. Die hängt jetzt auf dem Kopf, die Jacke, weil ich hier mehrere Knäuel in der Hand habe. Genau, also ihr seht jetzt die rechte Seite vom Strickstück. Unten ist der Ausschnitt und hier ist noch ein Ärmel. Und jetzt bin ich hier mit meinem Muster. Hier hängt nämlich das Knäuel mit dran in den Nadeln. Ja, bin ich jetzt ziemlich gut weitergekommen. Ich muss halt auch schauen, dass ich an der Hüfte dann einfach noch Zunahmen mit einarbeite. Und jetzt bin ich ganz froh, wie sich hier dieses Muster entwickelt, wie das dann so weiterläuft. Aber Genaues werde ich euch dann vernünftig auch erst zeigen können, wenn ich ein bisschen weiter bin. Ja, und jetzt habe ich hier versucht, diesen Knäuel so ein bisschen zu fixieren mit den Nadeln. Der hängt jetzt hier so ein bisschen lieblos mit dran. Und dann war es mir wichtig an dem Punkt, jetzt mit dem Stand der Wolle, die ich habe, dass ich einfach erstmal die Ärmel fertig mache. Also ich plane für beide Ärmel zusammen, plane ich ja also um die 3 Knäuel ein, also so 2,5 Knäuel, und die wollte ich dann erstmal fertig haben und dass ich dann mit dem restlichen Grau einfach weiter stricke, den unteren Teil der Jacke. Ja, und jetzt hatte ich mich bei dem Stripes Gone Crazy, hatte ich mich in die kurzen Lücke Driftwood Nadeln für die Ärmel verliebt. Das sind die, die ich ursprünglich hatte. Und das sind, die sind fest, die Nadeln am Seil. Die habe ich eben so in Fehmarn gekauft, da wart ihr mit dabei. Und das ist hier, sind 3,5er. Und ja, also ich habe mich ja total verliebt, damit Ärmel zu stricken und denke, das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ich habe mit Magic Loop Ärmel gestrickt, das funktioniert auch, aber ich finde es hiermit einfach viel handlicher und bequemer. Also es macht mir großen Spaß. Und jetzt war die Frage, wie kriege ich andere Größen, weil den Cardigan habe ich ja mit 4er-Nadeln gestrickt. Und dann weiß ich von Andrea von Zenobi, dass die größte Online-Auswahl an Stricknadeln ist eben tatsächlich im Country Creative Shop. Und da habe ich mir jetzt dann
Nadelspitzen in kurz nachbestellt. Also das heißt, es ist keine ganze Nadel, sondern eben einzelne Nadelspitzen. Ich denke mal, ihr erkennt das ganz gut. Ja, und dann sind diese Lückennadeln, die passen eben auch auf die Knitpro Seile. Und ich habe mir dann noch Seile mit dazu bestellt. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein 40er Seil und es ist auch im Online-Shop ist halt sehr gut beschrieben, wie wirklich die Maße sind, weil bei den Lückeseilen ist es, also es ist wie gesagt genau beschrieben, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber diese 40 cm, die entstehen inklusive den Nadeln. Ja, und ich muss sagen, also mir ist halt nochmal aufgefallen, ich kaufe ja super gerne im Laden ein, aber die meisten Läden, in denen ich war, die haben immer nur Knit Pro Symphony oder Chagoo-Nadeln. Und Lücke ist nie oder selten vertreten und schon gar nicht unterschiedliche Sets oder unterschiedliche Farben. Und die Lücke-Nadeln, die gibt es ja, die gibt es in einem Jeansblau, die gibt es in einem richtigen Pink, die gibt es eben in diesem Driftwood. Ja, hell dunkelgrau und deshalb kann ich euch nur diesen Shop empfehlen. Ne? Also ich habe den auch durch Andrea kennengelernt und da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen an eurer Stelle. Ja, und ich hatte mir die 40er Nadeln für den Ärmel bestellt, das 40er Seil und dann noch ein großes, das ist 1,20 Meter, dass ich noch eins in dieser Größe habe. Ich habe nur ein 1,20 Meter Seil und das ist ein festes an Knit Pro Zing Nadeln in Zweierstärke. Und die kann ich dann natürlich auch mal unten in den Cardigan reinziehen. Aber ja, natürlich ist das hier viel praktischer mit diesem Seil. Ja, und mir ist aufgefallen, also die Seile kosten, ich glaube, 2,45 oder 2,50. Und ich habe jetzt noch nicht geschaut, was die Knit Pro Seile kosten. Aber es kam mir jetzt sehr günstig vor. Und dafür, dass die also ja identisch sind mit den Knit Pro Seilen, ich finde die auch schön in schwarz. Die Knit Pro Seile sind ja, glaube ich, alle lila. Ein paar wenige gibt es auch in Neon durchsichtig. Ja, aber mir hat es halt sehr gut gefallen und den Ärmel jetzt so weiter zu stricken, macht halt auch einfach großen Spaß. Also kann ich nur empfehlen, falls ihr das noch nicht probiert habt. Genau. Und aus diesem Nadelsortiment habe ich auch in 3,75 die Pinken von Lücke. Und das ist halt die Farbe Blush. Habe ich lange überlegt, ob ich mir mal ein ganzes Set davon kaufe und dann habe ich gedacht, ja, sei vernünftig, weil ich habe jetzt wirklich alle Nadelstärken in Knit Pro Symphony und auch mit anderen noch zusammen und muss sagen, ich bin jetzt echt seit den Prüm Ergonomics total auf dem Plastiktrip. Das kann sich auch jederzeit noch mal ändern, aber Plastik ist einfach leichter. Und das macht es für mich so angenehm oder noch angenehmer, das Stricken. Und wo ich schon mal in dem Shop war, habe ich mir noch die Trends gekauft von Knit Pro. Und das sind natürlich Acryl pur, ist richtig durchsichtig, kommt in einem schönen Rot daher. Und das sind 3,5er, also die wollte ich jetzt gerne auch nochmal probieren. Und da habe ich auch schon ein Projekt, was ich mit denen ausprobieren möchte. Genau. Ja, das sind so die Nadelneuzugänge. Und jetzt habe ich heute Morgen, was den Cardigan betrifft, ich hatte ja hier das erste Mal sozusagen mit dem Rechts-Links-Muster experimentiert, ohne Anleitung. Und heute Morgen ist mir noch ein Heft in die Hände gefallen, das wollte ich euch gerne nochmal zeigen. Das ist von Schachenmeier Moments Nummer 22. Und da sind auch echt einige schöne Sachen drin. Also es gibt so Hefte, wo ich sage, die sind halt so klassisch. Die kommen irgendwie nicht aus der Mode. Und hier ist ein Twinset, was ich ganz toll finde.
Und das hat eben von der Jacke her auch diese Schrägen, genauso wie ich sie jetzt mache. Also hier seht ihr ja zur Taille. Ich gucke mal, dass ich es ein bisschen schärfer bekomme. Jetzt wird es dunkler statt schärfer. Mal sehen. Gut, also ich halte mal still und ich hoffe, ihr erkennt was. Es geht eben zur Taille, gehen die Schrägen hin und hier gehen sie wieder weg. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Jacke ist ein bisschen kürzer, die endet ja so an der Hüfte, würde ich sagen. Genau, dann ist einfach mit diesem Twinset zusammen, finde ich, es eine tolle Kombination, weil die Jacke sieht einfach gut aus in kurz. Und jetzt werden ja hier von den Farben her, das ist wieder was ganz anderes. Ich zeige es euch hier nochmal. Ja, sieht man auch ein bisschen besser. Also hier unten werden ja die Farben einfach nochmal aufgenommen. Und ich finde es total die runde Sache. Ja, also dieses längere Hemdchen mit der kurzen Jacke drüber finde ich total klasse. Bin ich so auch noch nicht drauf gekommen. Und fand ich lustig, dass ich da heute Morgen nochmal drüber gestolpert bin. Ja, wenn wir schon dabei sind, muss ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Dieses Shirt gefällt mir auch wahnsinnig gut. Zum Thema Blau-Beige muss ich sagen, wir hatten auch eine Dotti, die in einem richtig dunkel-Royalblau, also eher so in dieser Farbe war, in Kombination mit einem Beige. Und ich finde die Farbkombi total klasse und ich finde, dass ein weites Shirt mit das, wo man hier ein bisschen Haut sieht, ne, finde ich halt total klasse und sieht man auch sehr selten. Und ich bin ja immer so ein bisschen darauf aus, also wenn ich schon was stricke, was ich dann ein Leben lang oder ein halbes Leben lang im Schrank habe, die Sachen behandelt man ja auch hochwertig und liebevoll, dann denke ich mir immer, ja, also lieber so Sachen, die ein bisschen Pep haben, vielleicht in schlichten Farben, die man gut zu allem und unterschiedlich kombinieren kann. Ja, und denk mir manchmal, also irgendwie, ich glaube, die meisten von uns Strickern, ja, sind vielleicht ein bisschen schlichter unterwegs und natürlich soll jeder tragen, womit er sich wohlfühlt. Aber manchmal denke ich so, der Mut zu was Besonderem, der kann doch auch nicht schaden, denke ich manchmal. Ja, und dann ist zum Beispiel auch noch so ein ganz schlichter Pulli drin. Und trotzdem macht er irgendwie mit den Ärmeln was her. Und ja, wenn man weiß, wie er gestrickt ist, einfach nur rechte und linke Maschen, das ist echt einfach, ne? Vielleicht sogar langweilig, aber ich finde ihn nicht schlecht. Und vor allem in diesen knalligen Farben, ne? Wo man ja jetzt auch schon wieder Lust hat im Frühling drauf. Hier ist ein Pullover, da denke ich auch schon ganz lange drüber nach, ob ich den mal mache. Und toll ist natürlich, wenn man den strickt und man zu dem Kontrastgarn wirklich auch noch die perfekt passende Hose oder den Rock findet, ne? Also das finde ich total toll. Und wenn ich mir vorstelle, sowas in Schwarz-Weiß auch zum Beispiel, wenn der Pullover schwarz ist und einen weißen Streifen hat und darunter kommt noch ein weißer Rock, das ist dann was, wo man, denke ich, im Herbst mit einer tollen großen Kette drauf, zum Beispiel auch zu einer Hochzeit gehen könnte. Ja. Und man hat eigentlich was relativ Schlichtes an. So, dann wollte ich euch den noch zeigen. Ich muss mal gerade einmal schauen, ob ich finde, mit welcher Wolle der gestrickt ist. Genau. Das ist von Schachenmeier Select Cabaret. Das ist eine Baumwolle mit Polyester gemischt. 78% Baumwolle, 22% Polyester. Ich bin mir sicher, dass es die Wolle vielleicht nicht mehr gibt, aber die Lauflänge sind 55 Meter auf 50 Gramm. Und unabhängig davon, dass ich die Farbe wunderschön finde, ist einfach, finde ich das einen ganz, ganz tollen Pulli. Und ich würde den wahrscheinlich genauso machen, wie er ist. Nur dadurch, dass ich sehr breite Schultern habe. Ich bin ja heute auch wahnsinnig dunkel hier, ne? So.
mal gucken. Ja, dadurch, dass ich breite Schultern habe, kann man die natürlich in den Fledermausärmeln ganz gut verstecken. Und den würde ich wahrscheinlich wirklich auf der Taille enden lassen, den Pullover. Müsste ich mir aber nochmal die Konstruktion anschauen, ob das mit den Ärmeln überhaupt geht. Ja, auf jeden Fall finde ich den total schön. Ich vermute mal, das sind Fallmaschen, also auch ganz leicht zu machen. Und ja, also Capri-Hose drunter oder ein Rock oder eben einfach eine Jeans. Fand ich irgendwie total klasse. Und ist mir heute Morgen wieder in die Hände gefallen, das Heft. Und da dachte ich, okay, man findet einfach immer in den alten Kamellen noch richtig tolle Sachen. Ja, jetzt gucke ich hier schon wieder so ein bisschen, weil ich so viel um mich rum habe. Genau, ich bin halt echt ein bisschen verwirrt und ich werde vielleicht am Ende der Folge auch sagen, warum. Da müsst ihr heute das mir einfach ein bisschen verzeihen. Ich bin heute nicht ich selber und nachher erzähle ich ein bisschen was dazu. Wenn ihr jetzt neu seid auf meinem Kanal, das ist heute eine untypische Folge, aber ich gebe mein Bestes. Es gibt so viele schöne Infos und die muss ich euch einfach zukommen lassen. Genau. So, das waren jetzt, damit ist jetzt der Cardigan besprochen. Dann habe ich mich schockverliebt in ein Buch. Und da gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar habe ich durch Mandy strickt jeden Tag dieses wunderschöne Heft kennengelernt. Das hatte sie einmal in die Kamera gehalten und nicht nur, dass das ganze Cover so ganz toll metallisch glänzt und ich dieses Teil total schön finde. Es ist ja wirklich, also dieses Heft ist ja wie für mich gemacht, in all meinen, also in meiner Lieblingsfarbe. Und ich habe dieses Teilchen gesehen und habe gedacht, okay, das würde man jetzt vielleicht nicht so stricken, weil man es einfach zu selten tragen würde. Aber die Muster hier drauf, die würde ich sofort gerne nachstricken. Also das zum Beispiel vorne in der Mitte auf einem Raglan-Pullover fände ich sehr elegant und sehr feminin und mal eine ganz besondere Art Zopf. Mir gefallen natürlich auch diese Rüschen, die sind ja auch nicht jedermanns Sache. Und ja, wenn man wieder beim Thema Außergewöhnliches oder besondere Sachen ist, ich finde es halt total schick und finde es dann irgendwie schade. Man begegnet so besonderen Sachen einfach viel zu selten im Alltag. Oder dass man mal jemanden sieht, wo man sich umguckt, weil der so toll gekleidet ist. Ich weiß nicht, ich war einmal in Paris mit 15 Jahren und welche Menschen man da in der U-Bahn gesehen hat, das war einfach modisch auf einem anderen Level. Ne? Und manchmal fehlt mir das so ein bisschen. Also ich bin ja auch zu Hause total gemütlich und entspannt unterwegs und mache mich nicht wirklich schick, schon gar nicht in den letzten 2 Jahren. Was tut doch gut, auch einfach mal sowas zwischendurch zu sehen. Ja. Jetzt komme ich wieder ins Schwätzen. Jedenfalls habe ich hier einen Artikel entdeckt. Ich habe die Zeitung halt vor Ewigkeiten bestellt, also wirklich letzten Sommer. Und bis ich dann mal in Ruhe reinschaue, dauert es auch immer eine Weile. Und ich habe einen Artikel entdeckt. Den zeige ich euch mal ganz kurz. Genau, und das sind die Welt des Strickens, 10 Fragen an Niki Epstein. Und hier ist ein Interview, also wo sie 10 Fragen beantwortet, wo man sie ein bisschen kennenlernen kann. Und sie ist eine Designerin, die ja eine der größten Anleitungen auf Ravelry hat. Also sie hat, zeige ich jetzt wieder ganz toll ausgedrückt, Wortfindungsstörung. Sie hat einen Ravelry-Account mit ihren Anleitungen. Ich schaue mal gerade, hier war sogar eine Zahl irgendwo. Sie hat 1020 Designs auf Ravelry. Ne? Also sie ist schon lange dabei und ja, macht seit ewigen Zeiten, bereichert sie die Strickwelt mit ihren Designs.
Und wenn ihr hier jetzt mal raufschaut, also hier ist ein Pullover, mit dem hat sie in den 70er Jahren mal einen Wettbewerb gewonnen. Das erkennt man jetzt wahrscheinlich sehr schlecht, aber hier ist ein Einhorn in einem Garten. Also ganz tolle Colorwork-Geschichte. Und hier ist ein Pullover mit einem U-Boot-Ausschnitt mit Federn. So. Und da war es um mich geschehen. Also ich war total dankbar, dass ich durch dieses Heft dieser Designerin kennengelernt habe. Und dann bin ich in der Nacht ja, zu Google gegangen und habe mir dieses Schätzchen bestellt. Und ich würde sagen, ich habe noch nie so ein elegantes Strickteil gesehen. Und ich denke, dass wir sowas viel zu selten auf uns wirken lassen und sagen, ist das schön? Und dass ganz, ganz viele immer direkt denken, ach, na, wann willst du denn das anziehen? Und da steuere ich halt grundsätzlich gegen, ne? Also möchte irgendwie gerne für bestimmte Anlässe oder eben einfach mal, wenn mir danach ist, mal am Sonntag zum Kaffee mal den Moment in so einem Outfit feiern. Ja, und das Buch heißt Knitting on Top of the World. Und sie schreibt im Vorwort, dass es einfach so ein bisschen einen Überblick verschaffen soll. Es soll, ja, es soll einem Lust machen, mit ganz unterschiedlichen Einflüssen neue Techniken zu lernen. Und hier sind halt wirklich so viele schöne Sachen drin. Und ich muss die euch halt auch unbedingt zeigen. Das geht los zum Beispiel mit Far North, wo sie Skandinavien, Island, Latvia, Russia und Estonia ein bisschen aufgreift. Und da ist zum Beispiel drin, hier ist eine relativ klassische Jacke, Northern Lights Cardigan im Icelandic Style. So. Also auch ganz tolles Colorwork, wie ich finde. Und einfach was Besonderes. Also meistens sieht man ja diese Rundpassengeschichten oder die, ja, die Colorwork-Sachen. Sieht man ja, ohne dass unten noch ein schickes Muster kommt. Dann hat sie ja noch so einen Fellkragenschal oben mit kombiniert. Finde ich ganz toll. Und eben auch mit dem Rock die Farben vom Colorwork aufgegriffen. Ja, und ob man das nun anzieht oder nicht, hier ist es nochmal ganz in schlicht. Finde ich auch ein ganz tolles Bündchen oben am Hals. Fällt mir richtig gut. Und eben auch wieder besondere Knöpfe, ne? Bei den Knöpfen zum Beispiel würde ich jetzt auch denken, na, ist das nicht zu viel? Und im Gesamtwerk finde ich es dann ganz toll. Ja, also jedes einzelne Projekt hier ist einfach Inspiration pur. Dann gibt es den Kopenhagen Royal Shawl. Und der hat eine besondere Form, weil der ist ja im Prinzip ein großes Dreieck, was hinten den Rücken bedeckt. Und hier vorne treffen die sich, aber es ist eben oben noch mal ein Schal, der dann wirklich den Hals auch wärmt. Und ansonsten ist es ja eigentlich wie ein großes Cape, was vorne offen bleibt. Und ich finde es wahnsinnig elegant. Finde es ganz, ganz toll. Kann ich mir auch super gut in einem richtigen Wollweiß vorstellen. Paar Perlenohrringe dazu. Ja. Bestimmt nicht ganz so schnell fertig. So, dann haben wir hier Sankt Petersburg Camisole. Also auch so Formen an Oberteilen, die ich so noch nie gesehen habe. Und mich würde zum Beispiel interessieren, ob ihr sie schon kanntet. Weil, wie gesagt, ich habe noch nie von ihr gehört. Ja, hier ist Bohus Swing Coat. Nordic Chic.
Look. So, und da haben wir dann auch wieder ganz tolle Taschen, finde ich. Die Schleife würde ich, also den könnte ich 1:1 so machen, wie er ist. Hier in der Mitte dieses Lila, das ist so klassisch melierte Wolle. Das ist nicht so mein Geschmack. Aber ich finde diese Farbkombi mit dem Rosa, mit dem Lila, mit dem Dunkelblau, gefällt mir total gut. Ach ja, also ich bin ganz stolz, dass ich das entdeckt habe. Ich finde es wunderschön. Hier haben wir noch einen ganz klassischen, tollen Snowflake Sweater Cape. Also es ist wie so eine Art Poncho mit Ärmeln. Ich finde die Bilder halt auch schön. Es sieht aus wie in einem ganz altmodischen Zugabteil, der Sitz, finde ich. Ist aber, glaube ich, ein riesen Stuhl einfach. Ja, und hier finde ich halt total schön, dass einfach der Kragen an sich schon alleine wirkt. Und der Rest ist ja einfach schlicht, ne? Und mit einem großen Stern, den man aber gut sieht von Weitem. Also ich bin zum Beispiel auch total der Fan davon, wenn man, das ist zum Beispiel bei Tattoos so, wenn ich von Ferne jemanden sehe und der hat hier was ganz Kleines, dann will ich immer hingehen und gucken, was das ist. Und ich finde, es wirkt dann manchmal, ja, also es schmückt dann weniger, als dass man irgendwie so ein Fleck erstmal von Weitem wahrnimmt. Also ich mag lieber große, plakative Sachen, die man auch erkennt. Und genauso ist das bei Kleidung oder bei Ketten. Hier ist ja der Ohrring so schief. So. Ja, dass ich das immer ganz schick finde, wenn man zum Beispiel, man hat einen ganz schlichten Rollkragenpullover und man hat dieses sogenannte It-Piece, was einen schmückt, was irgendwie klar zeigt, was gemeint ist. Ja, dann gibt es hier Litten Olive Sweater. Das ist, glaube ich, ein ganz süßer kleiner Kinderpullover mit Rollkragen. Den finde ich auch wunderschön. So. Mit Mütze, mit Bommel. Ja, und dann ist hier zum Beispiel, also es sind immer so, jetzt kommt England, Schottland, Irland, Isle of Arran, Guernsey, Shetland Isle und Fair Isle. Und dann ist eben auch ein tolles Bild, was einen gleich wieder in diese Stimmung bringt. Ja, da ist zum Beispiel, also, ja, mein Lieblingsmodell heißt Evening Gala Arran. Arran goes elegant. Und Arran ist offensichtlich die Technik, mit der das gestrickt wird. Kann sein, dass ich mich jetzt auch wieder total blamiere. Na gut, ihr wisst ja, dass es mir gefällt. Also ich bin so begeistert. Also den werde ich auf jeden Fall machen. Und wenn ich es schaffe und ich finde solche Federn, dann kann man das sicherlich so gestalten, dass man im Innenteil des Pullovers mit Druckknöpfe macht und dass man die Federboa, sage ich jetzt mal, an ein Band fixiert, was man dann an diese Druckknöpfe ranmacht. Also weil natürlich wird man ja die Federn wahrscheinlich so gut wie gar nicht reinigen können oder eben nur chemisch in der Reinigung, aber dass man sozusagen den Pullover auch so tragen kann und dann stelle ich mir vor, dass man ein Band macht und mit an diesem Band die Federboa befestigt und dass man dann mit Druckknöpfen das Band ran und abmachen kann. Ja. So, dann haben wir hier Londonderry Rose Coat, also ein Cardigan, der erstmal eine Wahnsinnsblende hat. Sie hat ja sogar im Haar auch noch ein paar Rosen, total elegant. Und dann ist es auch so eine schöne Tweed-Wolle, also die kann man, da würde ich auch sofort zum Atelier Citron Tweed greifen.
Und dann ist sie ja vorne, endet sie in der Taille und dann hat sie eben noch zwei Stufen oder drei sogar. Hier hinten geht es ja sogar noch weiter. Ja, und sowas tut mir total gut, wenn ich so ein Buch zu Hause habe und da einfach so viele Ideen drin sind. Ja. Hier ist Cinquar Bonnie Socks. Auch sehr, also einfach alles so hochwertig. Also ich bin mal gespannt, wenn jetzt einer von euch schreibt, mir gefällt daraus gar nichts, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Aber auch wenn man jetzt davon gar nichts machen würde, das ist doch, ja, ich hoffe, ich bin da nicht alleine mit meiner Begeisterung. Genau, und also alle will ich euch jetzt auch nicht zeigen, wenn ihr euch das Buch vielleicht bestellen wollt. Dann müsst ihr ja auch selber was Schönes entdecken können. Aber eins wollte ich euch gerne noch zeigen. Sie hat hier einen Rock gemacht, Fiesta Skirt. Und da sind wir dann in Mexiko. Und wenn ich mir vorstelle, ich gehe im Winter, mache ich einen langen Spaziergang. Und ich habe dicke Stiefel und eine blickdichte warme Strumpfhose und dann diesen Rock darüber. Also es muss doch so gemütlich sein. Stelle ich mir ganz, ganz toll vor. Passt zu Mexiko. Ich würde andere Farben nehmen. Ich würde vielleicht den Rock, der hier schwarz ist, würde ich bestimmt in einem dunkelbraun machen und die Farben in Rosé und Rot und Beige-Tönen halten. Hier ist auch, das finde ich, macht es eben auch besonders, dass hier verschiedene Garnqualitäten sind. Diese Borte, das ist ja ein Fellgarn. Und ich würde zum Beispiel aus so einem Fellgarn, würde ich mir jetzt nie einen Pulli oder eine Jacke stricken, aber so durch den Materialmix macht es halt den Rock zu was Besonderem, zu was Hochwertigem. Und hier hinten auch nochmal so ein richtig dickes Kuschel-Wuschelteilchen. Und das ist so eine Jacke, finde ich, da, ja, da macht man, strickt man sich Geborgenheit, ne? Also wenn man sich da reinkuschelt, das ist doch herrlich. Ja. Also ich sag's nochmal, ich bin schockverliebt in dieses wunderschöne Buch von Nikki Epstein. Und ich werde jetzt nochmal ein bisschen die Füße stillhalten und sie nicht googeln und mir keine weiteren Bücher von ihr anschauen, weil, also da könnte ich mich bestimmt tot kaufen. Und bei Ravelry war ich auch noch nicht bei ihr. Ja. Ich verlinke euch alles und wünsche euch viel Spaß beim Entdecken. Bin mal gespannt, wie euer Feedback zu diesem Buch ist. So, ich mache eine kleine Speicherpause. Ich räume auf und dann geht es gleich weiter mit Infos zum Think Pink Karl, zu eurem Feedback, was ihr mir bislang geschickt habt, zum Gewinn, der sich erweitert hat, weil ich ganz, ganz tolle Frauen kennenlernen durfte, die die Aktion unterstützen möchten. Und ja, die möchte ich euch heute vorstellen, möchte euch berichten. Und dann liegen hier ganz viele Racklern, mit denen ich heute mal anfange, euch davon zu erzählen. Ich mache eine kurze Speicherpause. Bis gleich. So, ihr Lieben, weiter geht's mit dem Thema Think Pink. Und wie ihr seht, ich wandere hier so ein bisschen mit der Sonne. Ich werde in der Wohnung noch meinen perfekten Aufnahmeplatz finden. Dauert noch ein bisschen, aber bislang freue ich mich über die Sonne heute. So, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen gemerkt, dass der Karl erstmal so ein bisschen bei euch sacken musste. Ich habe ja auch ganz bewusst so einen langen Zeitraum genommen oder angesetzt für diese Aktion, für diesen Wettbewerb, für unser gemeinsames Stricken. Und jetzt ist der Moment, wo ich gerne noch ein bisschen erzählen möchte, warum ich auf die Idee gekommen bin. Denn ich habe beim letzten Karl gemerkt, dass manche Dinge, die für mich vielleicht selbstverständlich sind, für andere eine große Herausforderung sind. Und es ist jetzt so, also einige haben gesagt, ja, ich bin dabei, ich mache mit, ich habe schon eine Idee, ich finde es ganz, ganz toll. Die eben auch vom Berliner Winter einfach so begeistert waren oder so großen Spaß hatten. Dann gibt es eine Riesenfraktion, die gesagt hat, ich hasse Rosa, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin raus. Ja. Ich finde die Aktion toll, aber ich warte die nächste ab.
Kann ich auch gut verstehen, weil ich weiß einfach, dass bei Rosa und Pink sich wirklich die Geister scheiden. Und dann gibt es aber auch welche, die mir geschrieben haben, sie überlegen, ob sie mitmachen. Also es gibt natürlich auch immer die, die sagen, Karl, Knit-Along setzt mich grundsätzlich unter Druck, mache ich nie mit. Die gibt es auch. Die können natürlich trotzdem für sich in ihrem ganz eigenen Tempo gerne mitstricken. Und dann gibt es halt welche, die mir geschrieben haben, ja, also sie hätten eigentlich eine Idee, aber sie würden halt nie ein Foto einsenden, wo sie selber drauf zu sehen sind. Ja, das würden sie sich nicht trauen, dass das halt im Internet, im World Wide Web kursiert und sind da einfach zu schüchtern für. Und dann gibt es aber auch welche, die geschrieben haben, sie fangen jetzt erstmal an. Sie wissen aber nicht, wie Sie mir ein Bild per E-Mail zukommen lassen können. Ne? Also es gibt eben für jeden ganz unterschiedliche Herausforderungen bei diesem Knit-Along. Und ich weiß, dass die technische Komponente, weiß ich, dass seit der Dottie, dass das für viele ein Problem ist. Ja, also man macht vielleicht mit dem Smartphone Bilder oder man hat vielleicht noch eine alte Digitalkamera und man weiß nicht, wie kriegt man das in eine E-Mail verarbeitet. Und ich weiß darum. Und ich habe das ganz bewusst so als Wettbewerb gestaltet, um euch einfach zu ermutigen in unserer heutigen Zeit, wo wirklich alles digital und digitaler wird, euch einfach damit auseinanderzusetzen und euch ein bisschen mit einem schönen Gewinn zu locken, der sich, wie gesagt, erweitert hat, wo ich noch zu komme. Ja, und zum anderen ist es so, ich weiß, dass der größte Anteil, der mich schaut oder der Strick-Podcast schaut, der ist zum einen weiblich und zum anderen haben wir ganz, ganz viele Frauen unter uns, die in Lebensumständen leben, wo sie gewohnt sind, sage ich mal, zu funktionieren. Ja, das kann eine Familie sein, das kann eine Verpflichtung den Kindern gegenüber sein. Dass man ja an vielen Ecken und Enden im Haushalt, in der Erziehung, in der Partnerschaft einfach gefordert ist. Und was mir schon immer aufgefallen ist, ist, dass Frauen meistens dazu neigen, ja, sozial erst an andere zu denken, bevor sie an sich selber denken. Also es ist irgendwie für viele ganz normal, sich zurückzunehmen, sich zurückzustellen und dass sozusagen die Familie steht an erster Stelle. Die Frau funktioniert, kriegt es meistens bravourös hin und merkt ab und an mal, sie bleibt auf der Strecke. So, also das ist, glaube ich, das gibt es, glaube ich, ganz, ganz oft. Das ist kein Klischee. Und ich habe mir gedacht, das soll einfach eine Aktion sein, die natürlich zum einen euch ganz viel Freude bringt, die euch inspiriert. Und die euch aber auch einfach mal die Möglichkeit gibt, euch in den Mittelpunkt zu stellen. Weil jedes Mal, wenn ihr ein Strickprojekt macht, dann erschafft ihr was ganz, ganz Wundervolles. Ihr drückt damit ganz viel aus. Ihr macht es oft für andere, manchmal auch für euch. Und so wie ihr seid, würde ich mir wünschen, dass ihr euch wertschätzen könnt und dass ihr euch selber feiern könnt und dass ihr ja einfach mal die Möglichkeit habt zu sagen, als Beispiel, ich habe eine super coole Mütze gestrickt, die trage ich, so sehe ich damit aus und die präsentiere ich euch an mir. Ich muss sagen, dass ich es auch irritierend finde, wenn Menschen auf Ravelry einen Anleitungsshop haben. Und sich mit ihren getragenen, also mit, wenn sie ihre selbst ausgedachten Stücke präsentieren, sich aber nicht trauen, dass man sie dabei sieht. Also wenn bei jedem Foto der Kopf abgeschnitten ist. Das irritiert mich immer. Manche haben vielleicht ja, Datenschutzängste, das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, dass eben einfach viel Unselbstbewusstsein ist oder dass man denkt, ich bin zu dies, ich bin zu das. Ja, und möchte ich halt irgendwie ein bisschen gerne euch nehmen. Und möchte nochmal ganz klar machen, es gibt ja manche von euch, die gucken vielleicht nur YouTube und haben kein Fernsehen. Der Wettbewerb, ich hatte ja spaßeshalber gesagt, ich verkleide mich als Guido Maria Kretschmer. Guido Maria Kretschmer hat eine Sendung, er ist Modedesigner und hat eine Sendung, wo
fünf Frauen an fünf Tagen. Jede Frau kriegt 500 Euro und muss mit diesem Budget zu einem bestimmten Motto Kleidung einkaufen. Und die Frauen untereinander bewerten dann den Stil mit einem Punktesystem und Guido Maria Kretschmer als Designer gibt eben seinen Senf dazu. Und warum? Ich finde ihn sehr sympathisch, ich mag ihn total und er ist halt immer respektvoll und die Frauen kommen immer gut bei weg. Ja, und ich, für mich wäre es einfach eine Ehre, eure tollen Ideen und Innovationen präsentieren zu dürfen im Rahmen dieses Podcasts. Und ja, fände es einfach toll, genauso wie bei der Dotti, bei dieser Farbenvielfalt, wenn wir uns so einfach untereinander inspirieren und uns einfach nochmal vor Augen halten, dass jedes Projekt eben auch ja, eine Herausforderung ist und uns und danach eine Entwicklung mit uns passiert ist und wir einfach einen kleinen Sieg errungen haben. Also darum geht's. Und da wollte ich euch nochmal ermutigen, seid nicht zu schüchtern, euch zu zeigen und seid stolz auf das, was ihr macht, ja, und nehmt euch im Leben genügend Zeit für euch, ja, ist ein bisschen wie im Flugzeug, wenn du selber die Maske nicht umhast, um den Druck auszugleichen oder bei Sauerstoffausfall, dann kannst du gar nicht funktionieren und anderen hilfreich sein. So, das genug der Motivation. Die Daten habt ihr noch. Ich werde sie zur Sicherheit noch mal hinten einblenden am Video. So, und jetzt möchte ich euch zwei ganz tolle Frauen vorstellen. Mich hat zuallererst mal die Miriam kontaktiert und hat sich einfach erstmal bei mir vorgestellt und dass sie ja mich auch schaut und dass sie die Aktion toll findet und dass sie die gerne unterstützen wollen würde. Also dass eben auch die Aktion Berliner Winter ihr schon gut gefallen hat. Und Miriam hat einen Wollshop bei Etsy und wir haben miteinander telefoniert und das ist halt so genial. Man hat dasselbe Hobby, man kennt sich über YouTube, einer quatscht, der andere schaut. Und ja, wir haben sofort ein ganz tolles Gespräch miteinander geführt und es war für mich sehr interessant. Ich habe ja selber als Sängerin eine Webseite und auch mal einen Online-Shop gehabt und das macht man sich, glaube ich, als Einkäufer nicht so bewusst, muss man ja auch nicht. Das steckt einfach so viel Arbeit hinter einem Online-Shop oder einem Etsy-Auftritt. Ja. Und Miriam ist begeisterte Strickerin und hat eben, also Wolle ist ihre große Leidenschaft und sie hat einen Etsy-Shop, wo sie ganz tolle Wollqualitäten hat. Ich möchte euch gerne mal einen kurzen Überblick zeigen. Sie heißt Wolleprofi auf Etsy und hier seht ihr mal auf der Startseite, also da gibt es viel vom Atelier Citron. Da gibt es Noro-Wolle aus Japan. Die erste, die hier ist, das ist Juniper Moon Farm Finely Lace. Jetzt scroll ich mal ein bisschen runter. Also die erste ist zum Beispiel ja, was ganz Besonderes. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Und dann hat sie tolle Sockenwollen. Sie hat, wie gesagt, viel Atelier Zitronen und sie färbt aber auch selber. Woolly Hugs hat sie auch und ja, sie hat tatsächlich die ein oder andere Färbung jetzt auch ein bisschen nach dem Karl benannt und zwar ist es vom Atelier Citron die Understatement. Ich lese euch mal ganz kurz vor, das ist halt eine Hammerqualität, das sind 125 Meter auf 50 Gramm. Und das ist 30% Schurwolle, 30% Seide und 40% Tencel. Und hier sieht man die Farbe Think Pink Wildrosen. Also ganz, ganz tiefe Rosa- und Pinktöne. Und im Moment gibt es dieses Garn nur noch einmal im Shop, weil sie gesagt hat, sie möchte die Aktion Think Pink unterstützen. Und sie hat mir ein Päckchen zukommen lassen
und hat ganz liebevoll einen Strang für euch eingepackt von der Understatement. Das heißt also, im März, wenn es einen Gewinner gibt im Wettbewerb, dann kommt zum 50-Euro Online-Wollgutschein von mir, kommt dieses fantastische Garn schon mal oben drauf. Ich hoffe, es knistert nicht so sehr. Ich zeige euch jetzt noch mal die Farben. Und es ist eben ja ein sehr helles, schönes, frühlingsmäßiges Strängchen. Und es hat eben ganz viele warme, rosa, Pinktöne. Hier ist auch ein bisschen was gräulich, dunkleres bei, ein bisschen Aprikot. Also ich finde es ganz klasse. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt schon Lust drauf habt, eins gibt es davon noch im Shop. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Qualität. Also vom Atelier Citron sowieso, aber eben mit der Seide und dem Tencel einfach ein ganz besonderes Schätzchen. Ja, also da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, dass ich das mit verschenken darf. Und ja, also wir haben miteinander telefoniert, wir haben uns auch wirklich ein bisschen kennengelernt. Hier sind, wie gesagt, ganz tolle Färbungen drin. Hier ist auch nochmal ganz kräftiges Pink. Und sie hat eben auch schöne Lückennadeln. Sie hat auch die Atelier Citron, das ist die Royal Alpaca, genau, aber die Tweed, Tasmanian Tweed hat sie auch, die ich gerade verstrickt habe. Sie hat tolle, hochwertige Sockenwolle und eben auch tolle Nadeln. Also mir gefällt das Angebot wirklich richtig, richtig gut. Also, und wie gesagt, mit der Juniper Moon Farm und dem Noro Garn aus Japan, es ist einfach Qualität und was Besonderes mit bei. Ja, und am Anfang des Telefonats, da war das so, dass sie gesagt hat, sie würde mir halt gerne Wolle schicken und schenken, weil sie einfach Spaß hat an dem Podcast und möchte mir was schenken. Naja, und ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großzügiger Mensch bin und ich staune selber immer wieder, wie schwer es mir fällt, einfach Dinge anzunehmen oder Geschenke anzunehmen. Es fällt mir einfach schwer und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Jeder freut sich über ein Geschenk, aber es war wirklich so, also wir haben uns 10 Minuten, hat sie mir erklärt, dass sie mir gerne was schicken möchte und was denn, sie weiß ja, dass ich Rosa total mag, aber ob es etwas gibt in ihrem Shop, was mir gefallen würde. Und ich habe ihr 10 Minuten erklärt, dass es total süß ist, aber dass es nicht nötig ist und dass ich das nicht annehmen kann. Also wir haben uns da echt 10 Minuten im Kreis gedreht. Und naja, dann habe ich gedacht, komm, das ist auch unhöflich, ne? Das abzulehnen, wenn jemand was schenken möchte. Ja, und dann hat sie mich breitgeschlagen. Dann hat sie mich gefragt, dann habe ich gesagt, dass ich halt die Rami Deluxe, die sie im Online-Shop hat, dass ich die noch nicht kenne und dass ich da bisher nur Gutes von gehört habe. Die Rami Deluxe soll so weich sein. Das sind 80% Schurwolle und 20% Rami. Und das sind 150 Meter Lauflänge auf 50 Gramm. Und das Rami ist auch ganz toll beschrieben. Das wollte ich euch gerne noch mal kurz vorlesen. Das fand ich ganz interessant. Rami ist der malaiische Name für ein tropisches Brennnesselgewächs, beheimatet in Ostasien. Die hochwertigste Gattung dieser Pflanze heißt Kenas. Das hochwertige Rami Deluxe von der Edelmarke Citron bleibt auch nach vielen Waschungen butterweich, ist sogar als Sockengarn geeignet und punktet mit dem Argument Spitzenklasse aus 100% Natur. Ja, und ich fand es sehr spannend, also dass hier einfach die Schurwolle mit der Rami gemixt ist. Dann habe ich mich breitschlagen lassen. Also ich habe gesagt, welche Farbe ich ganz toll finde. Das ist einmal diese Farbe. Und
Dann hat sie gesagt, ja, und welche noch? Dann habe ich gesagt, naja, toll sind alle, aber ich könnte mir gut vorstellen, dieses schöne Braun mit einem Beige zu kombinieren. Und man kann ja nicht einfach nicht antworten, wenn man was gefragt wird. Ja? Oder man kann ja nicht sagen, ach, das sage ich nicht. Jedenfalls, also das Gespräch ist so ausgegangen, dass sie mich genötigt hat, zu sagen, dass ich die drei Farben total toll finde. Und dass ich die, kann ich mir gut vorstellen, dass man die kombiniert. Und jetzt habe ich ein riesen Paket bekommen mit ganz vielen Knäueln in dieser Farbe. Und ja, es ist mir wirklich fast unangenehm. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, ja. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viel von dieser Wolle. Und ich habe außerdem, was halt einfach viel zu viel ist, ich habe von der Singolo Merino Extra Fein diesen Strang geschenkt bekommen. Ich glaube, es ist eine Farbe, die man auch schon mal des Öfteren gesehen hat. Es sind einfach Traumfarben. Und hiermit kann ich mir super gut vorstellen, ein Colorwork-Tuch zu stricken, also mit einer Unifarbe und das als Farbverlaufskontrast. Ja, dann waren unfassbar schöne Maschenmarkierer von Knit Pro mit drin, diese süßen Herzchen. Und ich finde, Maschenmarkierer sind immer ein ganz tolles Geschenk für einen Stricker, weil man bei jedem Projekt wieder an die Person denkt, die einem die geschenkt hat. Und ich weiß, dass die auch nicht günstig sind. Also ich habe halt welche, das sind diese günstig Plastikdinger von Knit Pro, die sind nicht schick, aber die funktionieren. Und das ist dann immer so der Grund, warum man sich selber nicht so schickere gönnt. Und jetzt freue ich mich total, dass ich die habe. Und ja, bin da sehr, sehr dankbar drüber. Und dann waren sogar noch 3,5 Driftwood-Nadeln drin. Ich habe sie noch gar nicht aufgemacht. Das ist ein 80er-Seil. Und jetzt habe ich meine ersten großen Rundstricknadeln von Driftwood. Und ja, die liebe ich halt, ne? Hier steht of the finest Birkwood. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausspricht. Birchwood wahrscheinlich nicht. Naja, und ihr seht selber, also die Miriam ist eine Person, sie lässt sich nicht lumpen und sie hat mir viel, viel, viel zu viel geschenkt und geschickt. Und ich weiß, dass hier draus wird ein Cardigan in Blockstreifen. Und den möchte ich mit weiten Ärmeln machen und der soll gerne in einer Taille enden. Also ja, wie so eine, ja, einfach ein kurzer Cardigan, der vielleicht nicht in einer Taille, also kein Bolero, sondern so auf der Hüfte endet. Und eben in richtig dicken Blockstreifen am Körper und am Arm. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und die Wolle ist halt, ja, die ist einfach sehr, sehr schön weich. Und ich mag eben, dass diese Farben hier alle ich denke, das wird das Rami sein, dass sie so eine Melierung haben. Ne? Also das sind ja Unifarben, die aber eben sehr lebendig wirken. Ich glaube, man sieht das hier ganz gut. Ja, also Miriam weiß, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich habe mich bedankt und es ist nicht so leicht, das anzunehmen. Und ich überlege mir, ob ich diesen Strang, also ob ich den auch noch mit verschenke in der Aktion Think Pink. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass ich den selber behalte und vielleicht aber noch nachbestelle für euch. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit und da lasse ich mich auch ein bisschen dann beschwipsen von den Wahnsinnsbildern, die ihr mir schickt. Ja, das war alles sehr, sehr schön.
Und ja, dabei ist es nicht geblieben. Es gibt nämlich noch einen Hammergewinn, den jemand spenden und stiften möchte für die Aktion Think Pink. Und zwar hat mich Anja Mattes kontaktiert. Und Anja Mattes ist eben auch eine Zuschauerin und auch eine begeisterte Strickerin. Und vor allem schreibt sie ganz wahnsinnig tolle Anleitungen. Sie hat natürlich ein Ravelry-Store. Store sagt man, ne? Ravelry-Shop. Und ja, wir haben auch telefoniert. Und es ist halt, ich habe zum Beispiel, ich muss das ganz kurz nochmal nochmal den Bogen spannen. Also ich habe eine Freundin, die mich gut kennt, sowohl auf der Bühne als auch privat. Und die nicht strickt und die trotzdem meine Podcasts schaut. Und sie hat gesagt, sie wundert sich, ja, wie persönlich ich im Podcast bin. Also dass ich mich traue, mich so zu öffnen und die Leute so in mein Leben zu lassen. Und dazu kann ich nur sagen, das ist ein Prozess gewesen. Ja? Also ich habe am Anfang, habe ich mir gedacht, ich möchte hier nur übers Stricken reden und nichts Privates sagen. Aber ihr müsst euch einfach immer wieder vorstellen, was für persönliche und tiefgehende Kontakte ich per E-Mail mit euch habe und wie sehr das meinen Alltag und mein Leben bereichert in dieser Zeit, die wir haben, die doch recht kühl und schroff teilweise ist. Und das geht hier nicht um Lob oder Zuspruch, sondern einfach um, ja, ich bin mit so vielen Strickern verbunden und fühle mich in einem riesen Netzwerk, wo alle miteinander Spaß und Lebensfreude teilen. Und deshalb weiß ich genau, wer meine Zuschauer sind und kann guten Gewissens mich öffnen und so vieles mit euch teilen. Und ich weiß nicht, ob das dem Zuschauer immer so bewusst ist. Ja, also das ist hier kein Seelenstriptease, sondern das ist einfach, ich fühle mich hier einfach wohl mit euch und deshalb kann ich mich so öffnen. Und mit Anja habe ich halt auch ein ganz tolles Telefonat geführt. Und ja, es ist bei uns allen dasselbe. Wir lieben Wolle, wir brauchen das Stricken und das Handarbeiten wie das Atmen. Und bei Anja ist es so, die ist einfach eine ausgetüftelte Designerin und die hat ganz, ganz tolle Sachen auf ihrer Seite. Ihr findet sie bei Ravelry unter Anja Mattes. Mattes mit Martha Anton Doppel Theodor Heinrich Emil Siegfried. Und ich wollte euch gerne mal drei Projekte von ihr zeigen, weil ich gedacht habe, oh nein, das könnte ich sofort losstricken. Und zwar hat sie einmal das Rauhnacht Winterset. Das ist eine Anleitung, die besteht aus drei Teilen, übrigens nur für 5,95. Ja, das finde ich immer so Wahnsinn. Also das finde ich ja Wahnsinn, für wie wenig materiellen Wert die Menschen ihre Ideen teilen. So, das ist das Rauhnacht Winterset. Das finde ich ist ein wunderschönes Muster, was eben zu einer Mütze, zu Handschuhen und zu einem Kaul verarbeitet wird. Genau, hier seht ihr nochmal ihren Namen. Ja, dass es da keine Verwechslung gibt. Dann könnte ich sofort anstricken die Sonnenzeit. Das ist ein wundervolles sommerliches Oberteil. Lädt gerade noch ein bisschen langsam mein Rechner. Ich zeige euch mal in der Zeit Jedermanns Andi. Das ist auch ein Cardigan. Und der wird ja hier auf dem Foto von einem Mann getragen. Und ich finde, wenn man den seinem Mann strickt und den verschenkt, dann hat man wirklich mal ein Projekt, was spannend ist, was Spaß macht, was interessant ist, was ein, also ja, weil manchmal, mir geht es so, dann zum Beispiel jetzt der Schal für meinen Mann,
Das ist so ein elegantes, klassisches Muster für einen Herrn. Und nach einer bestimmten Reihenanzahl, weil es eben so, ja, so mindless ist, weil man das so schnell raus hat, ist es dann immer dasselbe natürlich. Ne? Und bei so einer Jacke, das ist ein größeres Projekt, da glaube ich, ist es wirklich von A bis Z spannend und aufregend. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier eine Rückenansicht. Da gehen dann die größeren Zöpfe in der Mitte los. Genau, und zwischendurch zeige ich euch mal die Sonnenzeit. Das ist die Sonnenzeit. Ja, und das werde ich auf jeden Fall nachstricken. Das Rauhnacht-Winter-Set vielleicht jetzt nicht, vielleicht erst wieder im Herbst-Winter. Aber das finde ich halt so wunderschön. Und kann mir das ganz toll. Sie trägt es ja hier, glaube ich, auch mit einem weißen Rock, vielleicht aus Leinen. Ja, und das zum Beispiel kann ich mir auch super in einem richtig tollen Pink vorstellen und dann zu einer dunkelblauen Capri-Jeans im Sommer. Ja, und hier ist nochmal eine Rückenansicht vom Jedermanns Andi. Und mit Jedermann meint sie sicherlich, dass es eben für Männer und Frauen geeignet ist. Und dem würde ich beipflichten. Ob da jetzt vorne ein Dekolleté mit drin ist oder nicht, spielt keine Rolle. Die Jacke ist einfach schön. Ja, und ja, was verschenkt denn Anja? Ich hatte in der E-Mail, wir hatten nämlich ein tolles Missverständnis. Ich habe gedacht, Anja möchte vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei Anleitungen verschenken an den Gewinner. Und wir haben miteinander gesprochen und es ist ziemlich krass, weil Anja möchte jedem Teilnehmer eine Anleitung schenken. Das heißt also, jedes Foto, was per E-Mail bei mir eingeht, was am Wettbewerb teilnimmt, gewinnt. Und somit gibt es schon mal bei den Teilnehmern gar keine Verlierer, ja. Und das finde ich ist so ein großzügiges Geschenk, weil also es gibt auch ganz viele YouTuber, die dann oftmals gefragt werden, ja, kannst du zu einem Projekt, was du schon gestrickt hast, eine Anleitung veröffentlichen? Das ist wahnsinnig schwer, es ist eine unfassbare Arbeit, bis das dann fertig ist und funktioniert und es ist jeden Cent wert. Manchmal bin ich auch ein bisschen erschrocken, wenn Leute sagen, ja, ist ja ganz schön teuer oder so, wo ich denke, naja, vielleicht erstmal selber machen, bevor man so eine Meinung kundtut. Und ja, also da bin ich natürlich ganz stolz, dass so tolle Frauen sich bei mir melden und sagen, sie möchten die Aktion unterstützen. Und ja, deshalb schaut guten Gewissens in den Wolle-Profi-Shop bei Etsy von Miriam und genauso auf die Ravelry-Seite von Anja. Und wir haben uns noch nicht entschieden, was dann letztendlich alle gewinnen von Anja zum Beispiel. Aber da werden wir, denke ich, jetzt dann ja zum Sommer hin uns noch entscheiden können. Wird ja sicherlich ein bisschen was Frühlingsmäßiges, Sommermäßiges und ja, also da freue ich mich ganz doll drauf. Ja, und jetzt mache ich wieder eine kleine Speicherpause und dann gehe ich's an. Das Thema Raglan. Da bin ich lange drum rumgeschlichen, aber heute geht's los. So, ihr Lieben, jetzt geht's hier weiter mit dem Thema Raglan und ich nehme jetzt gefühlt schon den ganzen Vormittag auf mit den Umräumpausen. Und jetzt habe ich gerade noch eine Info bekommen von der Anja, ganz, ganz toll. Die hatte jetzt nochmal bei WhatsApp, haben wir das jetzt nochmal wirklich zurechtgezurrt, ihr großzügiges Angebot. Es ist wirklich der Wahnsinn, wenn ihr am Wettbewerb teilnehmt und mir euer Foto einsendet, dann könnt ihr mir mit dazu schreiben, was ihr denn gerne von der Anja für eine Anleitung hättet. Das heißt, jeder bekommt wirklich die Anleitung, die er sich wünscht, ganz individuell, sein Lieblingsteilchen. Und das finde ich doch echt ein Wahnsinnsangebot. Ja, vielen Dank, Anja. So, jetzt geht's los. Raglan.
Ich habe mit Raglan angefangen, mit diesem Teilchen. Kommt gerade frisch aus der Wäsche. Und da gibt es ganz viel zu sagen. Hier ist das Rückenteil. Genau, und ich fange jetzt erstmal an mit der Wolle. Und zwar ist das von Lana Grossa, die Elastico. Und jetzt muss ich euch mal erstmal ein Foto zeigen. Ich habe hier diese alten Filati Classici Ausgaben. Ich hoffe, man spricht es so aus. Das ist Ausgabe Nummer 1 und da dreht sich ziemlich alles um Baumwolle. Und ich liebe dieses Heft. Ich habe versucht zu sehen, von wann das Heft ist. Man sieht es nicht und oder es ist nicht angegeben. Und ich finde es ganz interessant, weil die Modelle sind total zeitlos, wie ich finde. Hier ist eine Jacke, die habe ich mal für meine Tante gestrickt. Und zwar in einem dunklen Marineblau. Meine Tante hat sich dann gegen den Rüschenkragen und gegen die Trompetenärmel entschieden, weil ja, sie einfach zu praktisch veranlagt ist. Also sie hat gesagt, das würde sie stören, das ist ihr im Weg und so würde sie die im Alltag nicht anziehen. Die ist wunderschön geworden. Allerdings muss ich sagen, dass das Muster auf einer hellen Wolle natürlich wesentlich besser zur Geltung kommt. Aber meine Tante kann natürlich eine weiße Jeans runterziehen und dann hat man wieder einen schönen Kontrast unter dem Marineblau. Ja, also die finde ich ganz toll. Dann habe ich meinem Mann einen Pullover aus dem Heft gestrickt. Das ist dieser. Wollte ich euch auch noch mal gezeigt haben. Ich bin immer noch dabei, meinen Mann zu überreden, dass wir mal eine schöne Modenschau mit ihm machen. Und ich bleibe dran, kann ich nur sagen. Aber das ist halt so ein ganz tolles Bändchengarn. Und dadurch, dass es Baumwolle ist, hat es auch eine gewisse Schwere. Es ist ein ganz einfacher Pullover mit Fallmaschen. Und ja, der ist auf jeden Fall ziemlich... Also der macht einfach was her, finde ich. Ist mal was Besonderes für Männer. Hier in diesen Heften sind übrigens gefühlt 40% auch Männermodelle drin, was ich ganz toll finde. Also vielleicht, wenn ihr die irgendwie noch ergattern könnt, diese Hefte, kann ich euch die wärmstens empfehlen. So, und ich zeige euch dieses Heft, weil mein allererster Raglan war mal dieser wunderschöne Pullover. So. Und ich finde den nach wie vor schön. Jetzt ist es so, dass dieses Modell sieht ja auf dem Foto tailliert aus. Und als der fertig war, da war ich erstmal enttäuscht, dass der ganz glatt rechts fällt. Ja, also als Anfänger, ich habe den natürlich genauso gestrickt, wie es da stand. Und sicherlich wurde hier beim Fotoshooting also hinten der gerafft mit einer Klammer, wie man es oft macht, glaube ich, in der Modefotografie. Und das ist eben nicht das, was die Anleitung hergibt, sondern er ist ganz gerade in der Anleitung. Ja, und diesen Pullover, den habe ich genau einmal getragen und habe morgens im Bad meine Mascara verloren. Ich habe mir die Wimpern getuscht, mir ist die Mascara wasserfest auf den Pulli gefallen und dann hatte ich hier einen schwarzen Fleck beim allerersten Tragen. Und ich habe ihn natürlich ausgezogen und nicht getragen und bin auch ausgerastet innerlich. Und ich habe den Fleck nicht rausbekommen und habe dann Jahre gebraucht, den aufzuribbeln, weil die Wolle ist einfach so hochwertig. Ja. Und dann habe ich eben mit Sylvie Rasch und mit Elisa aus Österreich, mit diesen beiden YouTube-Accounts, habe ich mich des Themas angenommen
und wollte erstmal so ein bisschen reinfühlen, ob das was für mich ist. Und ich habe, wie gesagt, also ich habe durch die beiden gelernt, Raglan zu stricken. Ich kann die Accounts auch empfehlen. Allerdings ist es so, zum Beispiel Sylvie sagt ja von sich selber, sie ist immer so eine kleine Chaotin. Und ich glaube, sie ist einfach so ein Genie und ist so, sprudelt so über von Kreativität. Das heißt, sie erklärt etwas, was für den Anfänger wahnsinnig kompliziert ist. Und sie zeigt es ganz schnell und sie erzählt währenddessen 5 Tipps in einer Minute. Und ich habe mir das dann dreimal in Ruhe angeguckt, bis ich gemerkt habe, ich muss den Ton ausmachen und muss mir aufschreiben, was sie zeigt, weil ich es mir nicht merken kann, wenn ich es sehe und sie erzählt dabei was ganz anderes. Ne? Das ist natürlich ja, Fachmannsgeplapper. Ja, ach übrigens, ihr könnt noch dies und hier und da. Und der Anfänger denkt sich, nee, kann ich nicht. Ich muss jetzt erstmal in Ruhe gucken, weil ich verstehe nichts. So. Jedenfalls habe ich einen wunderbaren Raglan zustande bekommen. Ich habe hier aus irgendeinem anderen, aus irgendeiner anderen Anleitung dieses Muster mit eingearbeitet. Und dann war der ganz gerade, dieser Pullover. Und zum einen habe ich hier oben nochmal die Maschen aufgenommen, was man ja deutlich sieht. Also der war mir zu weit, trotz Maschenprobe. Dann habe ich das nochmal angestrickt, damit wenigstens der Kragen mir nicht zu weit ist. Und dann war der eben, ja, also wie ein Sack. Und den habe ich dann im Sommer auch mehrmals getragen. Nur ich habe, wie glaube ich schon oft erwähnt, ich habe breite Schultern. Ich habe viel Oberweite und alles, was dann gerade runter geht, macht einen zu einem Sack. Oder jetzt mit meiner Gewichtsklasse, ich fühle mich dann einfach so schwer. Ja, also es kaschiert nicht, sondern es trägt noch mal mehr auf, weil man sieht ja gar keine Silhouette mehr. Und dann bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, auch ein Strickstück unter die Nähmaschine zu legen und habe von Patty Doo eine ganz tolle Anleitung gefunden, wie man Kleidung smoked. Und das Smoken, das kann ich empfehlen, wenn ihr mit sogenannter Webware arbeitet, das heißt Baumwolle, die sich nicht dehnt, und ihr wollt einem Stoff, der ja, der ganz gerade ist, wo ihr, also ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein tailliertes Kleid nähen würdet, dann müsstet ihr an der Seite als Beispiel einen Reißverschluss oder hinten einen Reißverschluss reinmachen, damit ihr rein und rauskommt, weil der Stoff sich ja nicht bewegt. Und wenn ihr jetzt aber ein weites Kleid euch macht, es gibt zum Beispiel auch diese Kinderkleider, die oben am Brustbereich diesen Smoke-Effekt haben und dadurch wird dann dieser feste Stoff rafft sich zusammen und ist dadurch eben elastisch. Ne? Also das ist Smoken und das habe ich hier das erste Mal umgesetzt, nachdem ich gemerkt habe, ich würde es nicht oft tragen, wenn es nicht wesentlich schmaler wird in der Taille. Und da bin ich total froh, dass mir das hier echt gut gelungen ist. Der sitzt ganz toll, der ist einfach die perfekte Baumwolle für den Sommer und ich liebe diese Farbe und es ist, glaube ich, eines der wenigen Garne, die es einfach immer noch gibt, weil die Wolle habe ich echt vor 15 Jahren gekauft. Und das finde ich total schön, wenn man sich in einen Garn verliebt, dass es nach 10 Jahren immer noch gibt und man sagt, man kann damit noch mal was machen. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein paar Sachen aus diesem Heft, weil ich es einfach so schön finde. Also das ist wie gesagt Ausgabe Nummer 1 und das kann ich euch wärmstens empfehlen. Und ein Oberteil wollte ich euch noch zeigen. Das ist ganz einfach und macht durch die Ärmel absolut was her. Und ich könnte es nicht tragen, weil es würde meine Schultern breiter machen. Aber ich finde es so wunderschön. Ich wollte es euch wenigstens gezeigt haben. Ja, das ist dieses Heftchen. So, dann
habe ich meinen zweiten Raglan probiert und habe mich in einen Rundpassenpullover von Drops verliebt und hatte zu Hause noch ganz viel Maiboshi-Wolle in Weiß. Nee, ich lüge, es war die Catania in Weiß. Und dann wollte ich gerne dieses Muster umsetzen. Und das, was jetzt hier unter dem Grau so weiß ist, das war das, was mir so gut gefallen hat. Ich zeige es euch mal von der Seite. Ja, und da bin ich dann, also nach der Maschenprobe, hatte ich ein bisschen Probleme, sozusagen umzurechnen, weil die Catania ist ja relativ dick für die Anleitung, die ich gewählt hatte. Ich habe ja hier nochmal dieses Glitzer-Beilaufgarn mit reingemacht, was ihr schon kennt. Ihr kennt ja auch das Teilchen schon. Und hier habe ich dann aber im Rückenbereich so ganz stark abgenommen. Ja, dass es sich noch ein bisschen tailliert. Hier sieht man es. Ne? Vorne habe ich auch Abnahmen, die sind aber wesentlich weiter an der Seite. Ja, und dann habe ich mit dem Bündchen unten versucht, das Ganze noch mehr zu taillieren. Und das ist einfach auch ganz, ganz toll im Sommer, weil das natürlich super luftig ist, obwohl die Baumwolle halt sehr dick ist. Ja, also das trage ich super gerne. Und meine Hosen gehen grundsätzlich bis in die Taille. Also ich trage keine Hüfthosen. Und dadurch, wenn dann das Oberteil sehr weit ist, aber in der Taille endet, dann finde ich, sieht es auch immer sehr gut aus. Ja. Ja, das war also Nummer zwei. Und ich würde behaupten, bei der Rundpasse, dass dieser Rundpassenbereich, der wirkt immer, ja, oder der wird meistens weiter, als man denkt. Also da würde ich vielleicht gucken, dass wenn ihr eure erste Rundpasse strickt, dass ihr euch ein bisschen an dieser Anleitung orientiert und einfach für euch guckt, welche Breite möchte ich haben beim Tragen, was fällt bei mir gut. Da würde ich mich auf jeden Fall danach richten in Zukunft. Oder ihr probiert unterschiedliche Anleitungen aus und wisst dann, was ist toll, was passiert mit welchem Garn bei der Anleitung und wie kann ich es vielleicht für die Zukunft abwandeln. Ja, dann ging es weiter mit einem alten grauen Garn, was ich weghaben wollte. Was ich kombiniert habe mit einem ganz dünnen Baumwollfarbverlaufsgarn. Und das ist eine Nachmache gewesen von der Tahiti. Die Tahiti ist ja sehr bekannt als Farbverlaufsbaumwolle, hat eben so ganz bunte, kräftige Farben. Und die finde ich, mischt sich ganz, ganz toll mit so einem dunklen Grau. Ich freue mich gerade, dass die Farben so gut rüberkommen, weil es ist jetzt sehr bewölkt, aber dadurch sehen die Farben auch so aus, wie sie aussehen. Ja, hier oben, das ist übrigens hinten. Hier sieht man so, das ist so die hintere Mitte. Und ich habe hier oben ein bestimmtes Muster gemacht, was man sehr schlecht erkennt. Aber man sieht einfach, dass hier oben der Kragen sich ein bisschen absetzt. Ne? Ja, dann ich weiß gar nicht mehr, was ich hier für eine Raglan-Naht gemacht habe. Das sind jetzt wirklich auch schon so alte Projekte. Aber mir ging es halt darum, euch einfach mit dem Thema Raglan auch Lust auf Raglan zu machen und dass ihr mal seht, was man für schöne Sachen dann sich überlegen kann. Und ich liebe natürlich dieses Apricot. Und das Blau ist mit dem Aprikot zusammen, ist sehr bunt und es wird eben ruhiger durch dieses dickere graue Garn. Und auch das ist was, was in der Taille endet und was ich mir ganz toll auf einem blauen Bleistiftrock vorstellen kann.
Und der ist aber etwas dicker. Also da kann man dann auch ein langes, dünnes Baumwoll-Jersey-Top drunter ziehen, was eng anliegend ist. Ja, das war schon der dritte. Und dann habe ich im ersten Lockdown im März 20 habe ich mir bei eBay ein buntes Maeboshi Baumwollgarnset bestellt. Und ursprünglich wollte ich damit Granny Squares häkeln, weil ich Lust hatte zu häkeln. Und dann habe ich ganz viel gehäkelt mit alter Wolle, wo ich erstmal ausprobieren wollte, welche Muster mir am besten gefallen. Und als die Wolle dann da war, hatte ich überhaupt keine Lust mehr darauf. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, also mir hat es so leid getan, dass die Wolle da so lange lag. Die lag also von März bis August. Ja. Und dann habe ich parallel zum Susanne Sommer Mystery Call, habe ich ein Oberteil angefangen. Und da habe ich mich dann hier dran orientiert, wie dick die Wolle ist an dem Weißen. Und habe eben dann nochmal anders und vernünftig berechnet. Jetzt werdet ihr euch totlachen. Also ich habe es das Ostereikleid genannt, weil es einfach kunterbunt ist. Ja, also das sind die bunten Farben, die in diesem Set waren. Das war ein Set von eBay. Und ja, dann habe ich ein ganz normales Bündchen gemacht mit zwei rechts, zwei links und habe hier ganz normale, also nur mit einer Raglan-Naht gearbeitet und habe gesagt, komm, im Sommer kannst du die Farben mal verbraten. Und das ist eine Baumwolle, also wenn ich jetzt abnehme, dann kann ich das als Minikleid im Sommer tragen. Ich habe ein Perlmuster gemacht. Mit dem Hintergedanken im Sommer, wenn es heiß ist und ich trage das zu Hause, dass das Perlmuster die Brustwarzen nicht sichtbar macht. Ich rede jetzt wirklich von einem heißen Sommertag bei 32 Grad, wo man zu Hause möglichst nur die Füße hochlegt und wo ein BH einfach echt heiß ist, ne? Also ich finde, dass BHs im Hochsommer, das ist schon fast gesundheitsgefährdend, in der Mitte des Körpers diesen engen Kasten anzuhaben. Ja, und diese Wolle ist auf jeden Fall eine dicke Wolle. Das ist die Maeboshi Nummer 2. Und die ist einfach trotzdem, wenn man sie weit strickt, ist das total luftig im Sommer. Ja, und man hat wirklich einen dicken. Was also dickes Material in der Hand, aber es ist wirklich luftig im Sommer. Und unter diesem Orange hört meine Oberweite auf. Das heißt, der rote Balken ist dann die Taille. Und dann ist es so, beim Tragen hängt sich das noch ein bisschen aus. Und ja, also man kann es gut als Longshirt tragen. Und ich sehe dann aus wie ein Osterei, wenn ich das anhabe. Ja, es trägt sich viel schöner, als ich es schön finde optisch, aber es ist eben ein schöner Raglan-Moment gewesen. Ja, ich habe noch einen Pullover, da muss ich gleich noch mal in den Keller, den zeige ich euch dann ganz zum Schluss. Und das ist mein erstes Teil, 1, 2, 3, 4, 5, also es ist das fünfte Raglan-Teil, was ich gestrickt habe, und das ist sozusagen das erste, was für mich perfekt ist. Ja, das ist ja hier, also es ist auch perfekt, es hat keine Fehler sozusagen, aber hier habe ich ja Farbreste verwertet. Ja, und dann habe ich mir meinen allerersten klassischen schwarzen Raglan-Pullover gestrickt, und das ist ein absolutes Wohlfühlteilchen geworden. Und hier habe ich das allererste Mal Dropswolle bestellt gehabt. Das ist die Baby Alpaka Silk in Verbindung mit der nicht Brushed Alpaka Silk. Ja, ich muss es euch einblenden. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Es ist das erste Mal, dass ich zwei Fäden miteinander gemischt habe.
und dass ich Mohair mit einer Alpaka-Seide gemischt habe. Und es ist ein ganz, also ich finde, es ist ein dünner Pullover geworden, der sehr flauschig ist, der auch ganz toll wärmt. Und ich habe diesen Raglan-Pullover, ich habe ihn tailliert. Ja, also es sind hier Abnahmen, die man ja auch deutlich sieht, denke ich mal. Aber unabhängig von den Abnahmen würde ich es so beschreiben beim Tragen, dass das Material sich wirklich an den Körper anschmiegt. Das ist, als würde der Pullover an jeder Masche sich an einen rankuscheln. Das ist ganz toll. Und ursprünglich wollte ich da auch sofort nochmal einen Cardigan mit anstricken. Und da bin ich dann aber noch am Überlegen, weil als Cardigan, als Jacke, die grundsätzlich offen ist, hätte ich dann gerne ein bisschen mehr Material. Und da ist dann die Frage, ob man, ja, wie viele Fäden von der Alpaka-Seide man nimmt oder wie viel von dem Flauschigarn. Und ja, dann habe ich halt bewusst ein Rollbündchen gemacht. Ich habe hier bei der Anleitung habe ich von Ragmela, die auch ganz tolle Erklärvideos macht, habe ich gelernt, wie man es eben schafft, dass der Halsausschnitt hinten etwas höher kommt, ja, durch verkürzte Reihen. Das Video muss ich euch auch unbedingt noch unten verlinken. Ja, und genau, dieser Pullover, der ist eigentlich komplett glatt rechts. Ich habe, was man überhaupt nicht sieht, im vorderen Teil, ich habe immer ungefähr jede 13. Masche, habe ich eine linke Masche gestrickt und habe das Ganze diagonal versetzt, nach 5 Reihen wiederholt. Und dadurch, dass ich das erste Mal mit einer Mohair-Wolle gestrickt habe, das sieht niemand, ja, und wann immer ihr etwas glatt rechts stricken wollt und es ist Mohair dabei, würde ich euch empfehlen, so ein paar Maschen mit einzuarbeiten, weil es für euch eine Abwechslung ist. Das sieht am Ende niemand, aber es ist eben kein komplett glatt rechts gestrickter Pullover, der schon irgendwann dann langweilig würde. Und ich habe die mit den Knit Pro Nova gestrickt, also mit silbernen Metallnadeln, die sich auch sehr leicht anfühlen und wo die Wolle ganz, ganz toll flutscht. Also das hat großen Spaß gemacht. Ja. Und ja, eigentlich war es das schon. Ich habe immer gedacht, es wird so aufwendig, das alles zu erzählen und zu erklären. Und ja, ich würde euch empfehlen, also wenn ihr total pleite seid, dann müsst ihr natürlich euch bei YouTube durchforsten und müsst mit den Videos auskommen, die es gibt. Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich euch direkt die Anleitung von Thorsten empfehlen, von Just Do It, weil der einfach tolle Anleitungen schreibt und weil der zu seinen Anleitungen natürlich auch noch Videos hat und mehr geht dann auch nicht zu Hause. Und das macht es natürlich einfacher, ne, als wenn man Elisabeth und Silvi immer auf Stumm schalten muss und immer auf Pause drücken muss und mitschreiben muss und hier und da. Also ich denke, das kann man anders lösen. Ja, ja, und jetzt ist es echt eine lange Folge geworden. Und jetzt muss ich immer noch 2 Fragen beantworten, beziehungsweise euch noch eins erzählen. Ich wurde zu den schönen Handschuhen, die mir meine Anna geschenkt hat, wurde ich gefragt, wie man diese Borte oben macht. Und Anna hat sich das selber ausgedacht, das Muster, das weiß ich. Und ich habe euch jetzt nochmal von der Maschenmarie eine ganz tolle Noppenmütze verlinkt, wo sie mit einem großen Garn auch ganz toll erklärt, wie man eine Noppe macht, wo man es schön sieht. Und im Prinzip ist es ja, es ist eine Reihe nach dem Glattrechtsmuster, die krausrechts gestrickt wird, dann kommen die Noppen und dann kommt wieder eine krausrechtsreihe und dann wird schon abgenommen. Ja, so ist es bei den Handschuhen. Und wenn ihr erstmal wisst, wie eine Noppe geht, dann könnt ihr euch den Rest
der Anleitung, also ja, sozusagen selber zusammenreimen. Wenn nicht, müsst ihr halt nach einer Anleitung suchen, aber so wie ihr die Handschuhe gesehen habt, gibt es halt keine Anleitung. Das ist eben Annas Kunst und Anna schreibt noch keine Anleitung. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal, aber zumindest habt ihr von der Maschenmarie eine ganz tolle Anleitung und auch eine richtig coole Mütze, muss ich sagen, von der Noppenmütze. Ja. Genau, und dann gab es ein Gewinnspiel, wo jemand pinke Stränge gewinnen konnte zur Aktion Think Pink. Und zwar auf Gavis Kanal, der heißt Farben und Tanz. Also Farbentanz, aber auseinander und beide Worte groß geschrieben. Und Gavi habe ich jetzt auch in letzter Zeit entdeckt, weil ich einfach nochmal mehr gucken wollte, welche deutschen Podcaster gibt es denn. Gavi kann ich sehr empfehlen und hat mich in ihren ersten beiden Folgen gleich total abgeholt, weil sie eben auch richtig schön erzählt hat, wie so ihr kreatives Leben bislang war und ja, was sie früher schon alles gemacht hat. Da waren Ausflüge beim Seidenmalen mit dabei und es war echt interessant und sehr angenehm. Also schaut unbedingt mal bei Gavi rein und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und ich werde jetzt diese Folge hier beenden. Und wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, dann möchte ich euch etwas sagen. Und wenn ihr schon mich lange schaut, dann möchte ich euch auch was sagen, weil ich ja normalerweise immer in jeder Folge versuche, euch ganz viel von meiner Freude abzugeben und einfach euch eine schöne Zeit zu bereiten zu Hause. Und heute war es so, dass ich einfach nicht froh war und dass ich ja allen Grund habe, traurig zu sein, weil mein Mann und ich, weil wir uns letztes Wochenende von unserem Hund trennen mussten. Und ich wollte nur, dass ihr wisst, dass ich jetzt nicht irgendwie lustlos aufgenommen habe. Ich werde vielleicht in einem anderen Video in der Lage sein, darüber zu sprechen. Und ich möchte ihm zu Ehren auch nochmal ein ganz anderes Video aufnehmen, was vielen, die schon mal ein Tier verloren haben oder vielleicht bald vor so einer Situation stehen, auch helfen soll. Aber heute möchte ich, ohne dass ich drüber spreche, dass ihr wisst, in welcher Stimmung diese Folge entstanden ist. Und ihr habt bestimmt Verständnis dafür oder habt es vielleicht auch gar nicht bemerkt. Und ja, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt das Leben. Und ja, überwindet eure Ängste oder eure Herausforderungen, wenn ihr Lust habt, am Think Pink Karl teilzunehmen. Und ich grüße euch ganz herzlich und drücke euch aus der Ferne. Und bis in der nächsten Folge. Ciao.